Einspruch. FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zu Folge 91 des FAZ Einspruch Podcast, dem wöchentlichen Podcast für Politik, Recht und Justiz. Heute am 2. Oktober. Und am Mikrofon begrüßen Sie Corinna Budras und Konstantin van Linden. Hallo. Das ist ein ganz ungewohntes Gefühl für uns beide dieses Mal. Das ist nämlich die erste Folge, die Corinna und ich nicht in trauter Eintracht gemeinsam hier im Studio aufnehmen, sondern Corinna, du bist gerade in Berlin, ne? Ja, ich bin gerade in Berlin und es ist wirklich merkwürdig, sich einfach nur mit seinem Computer und mit dem Telefon zu unterhalten als und womöglich sogar nachher zu streiten. Ja, kann ja sein. Ich bin gespannt, was das für einen Einfluss auf die Sendung hat. Ich weiß mich in sicherer Distanz und werde das schamlos ausnutzen. Gut, aber wir versuchen uns nichts anmerken zu lassen und kommen erstmal zu den Themen. Wir haben gleich zunächst ein paar Nachträge, also neue Entwicklungen zu Dingen, über die wir in früheren Folgen schon gesprochen haben. Dann hat der Europäische Gerichtshof ein Urteil zum Thema Cookie-Banner im Internet gesetzt und diesbezüglich die Pflichten verschärft. Ratet mal, wie ich das wohl finde. Und dann gibt genau es das. Genau, das meinte ich. Genau, ich ahnte es. Dann gibt es das Bundesverwaltungsgericht, welches die Kennzeichnungspflicht für Polizisten für rechtmäßig befunden hat. Da dürfte sich auch noch eine ganz interessante politische Debatte dran anschließen. Und so dann haben wir erstmalig Herrn Müller, Reinhard Müller in der Sendung, der euch ja, wenn ihr die FAZ bzw. FAZ Einspruch lest, sicherlich als Autor wohl vertraut sein dürfte. Und er hat sich unterhalten mit Udo Di Fabio, dem ehemaligen Bundesverfassungsrichter. Und dieses Interview präsentieren wir euch dann also auszugsweise. Und schließlich kommen wir noch zu einem Streit als gerechtes Urteil zwischen dem ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer und der Journalistin Gabi Meyer. Das ist ja das Verhältnis von Herrn Fischer zur Presse ist nicht immer ein einfaches und hier ist es dann sogar mal in einem Gerichtsverfahren gemündet. Ja, das also zum Schluss. Nun aber erstmal zu den Nachträgen. Corinna, du hattest ja den FAZ-Kongress angekündigt, hat inzwischen stattgefunden. Ne? Genau, der hat vergangene Woche stattgefunden in Frankfurt im Cup Europa und es waren wirklich illustre Gäste da. Es war eine sehr launige Veranstaltung. Die Kollegen von der Politik zum Beispiel haben erzählt, was sie eigentlich den ganzen Tag so machen, ja, wie eine Zeitung entsteht. Und dann hatten wir aber auch sehr hochkarätige Gäste. Robert Habeck zum Beispiel war da oder auch Christian Sewing, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank und natürlich die Kanzlerin. Und die hat ja allerlei Bemerkenswertes gesagt, war wirklich ganz erstaunlich locker und entspannt, hat viel auch über ihr Leseverhalten und das ihres Mannes preisgegeben. Ja, also wer möchte, kann das alles nochmal nachhören und nachsehen auf unserer Webseite. Da haben wir einige Videos eingestellt, aber wir wollten Ihnen mal einen kleinen Ausschnitt der Kanzlerin bringen. Und zwar, weil die sehr schön beschrieben hat, in welchen kuriosen Zeiten von gehetzter Berichterstattung wir leben und wie schwierig es manchmal ist. Also wir hören mal rein. Man muss sehr schnell etwas scheinbar Wichtiges, über das jeder Zweite im Lande spricht, wissen. Aber man muss nach 10 Tagen nicht mehr wissen, was aus dem, was vor 10 Tagen ganz wichtig war, geworden ist. Sondern man muss dann eben wieder bei dem neuen Schnellen sein. Und das birgt natürlich Gefahren. Auf der einen Seite, oder es birgt die Möglichkeit, über sehr viel mehr informiert zu sein, von sehr viel mehr zu wissen. Aber es birgt auch die Gefahr, dass die Tiefe nachlässt. Und die Frage, was ist jetzt, sagen wir mal, auf die lange Strecke? Wir reden ja sehr viel von nachhaltiger Lebensführung. Und zu nachhaltiger Lebensführung gehört natürlich auch, dass ich mich nachhaltig mit Themen beschäftige. Und diese nachhaltige Themenbeschäftigung, die ist nicht auf der Hand liegend. Da muss man echt für rackern. Ja, also man muss ganz schön ackern, das hat sie wunderbar beschrieben und ackern tun wir ja auch hier. Deswegen haben wir auch immer die ganzen Nachträge und bleiben sozusagen an den Themen dran. Das wollten wir sozusagen auch nur mal als weiteren Ansporn nehmen, das so weiterzumachen. So, und jetzt kommen wir einfach zu den weiteren Nachträgen, ne? Zu den Dingen, die wir in den vergangenen Folgen schon besprochen haben. Da hast du auch noch was in Sachen Metzelder-Berichterstattung, ne?
Genau, da haben wir uns ja darüber unterhalten, ob und inwiefern hier eine Verdachtsberichterstattung überhaupt zulässig ist. Haben gesagt, wahrscheinlich ja, aber durchaus unter gewissen Vorbehalten. Und anders sieht es nun in der Tat das Landgericht Köln, welches eine einstweilige Verfügung erlassen hat gegen die Bild-Zeitung und dann, wenn ich es recht verstehe, nochmal eine zweite gegen den Bild-Chefredakteur Julian Reichelt. Das Landgericht stützt diese einstweilige Verfügung auf zwei Argumente. Zum einen sagt es, dass die konkrete Art und Weise der Berichterstattung der Bild vorverurteilend gewesen sei. Also das haben wir hier in der Sendung auch dargestellt. Man muss natürlich klar machen, dass es nur ein Verdacht ist. Man darf das Ganze nicht zu sehr sensationalisieren. Man darf keine Formulierungen wählen, die deutlich nahelegen, dass der Verdacht aber doch im Grunde genommen sicherlich zutreffen wird und dergleichen mehr. Das habe die Bild hier auf verschiedene Art und Weise getan. Das ist also etwas, was zunächst mal jedenfalls nur die Bild betrifft. Dann allerdings gibt es auch noch ein zweites Argument des Landgerichts Köln. Es sagt nämlich auch, dass es an einem Mindestbestand an Beweistatsachen fehlen würde gegen Herrn Metzelder. Und das ist ja schon eine interessante Einschätzung, denn immerhin hat ja die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren eröffnet und hat Durchsuchungen bei ihm durchgeführt. Und da hatten wir ja hier in der Sendung gesagt, naja, das wird wahrscheinlich einen Mindestbestand an Beweistatsachen begründen. Das sieht das Landgericht jetzt augenscheinlich anders, indem es nämlich sagt, ja, also ein Ermittlungsverfahren, das muss eben wirklich schon eingeleitet werden bei einfach der bloßen Möglichkeit einer Straftat, aber diese Straftat muss nicht sicher, sie muss noch nicht mal überwiegend wahrscheinlich sein und das reicht uns eben hier nicht als Mindestbestand an Beweistatsachen aus. Wenn man das wirklich richtig ernst nähme, dann hieße das wahrscheinlich, dass auch andere Berichterstattungen über Herrn Metzelder entweder gar nicht oder jedenfalls nur unter größter Zurückhaltung erlaubt wäre, muss man sagen. Ja, das ist natürlich jetzt auch nur eine erstinstanzliche Entscheidung. Die Bild hat schon angekündigt, Rechtsmittel dagegen einzulegen. Aber das wollten wir euch nicht verheimlicht haben. Im Übrigen die zweite Verfügung gegen Herrn Reichelt dann. Da ging es darum, dass er in einem Interview, in dem er sich lustigerweise gerade die Berichterstattung der Bild gerade rechtfertigen wollte in dieser Sache, unter anderem davon geredet hat, dass es hier ja Schwerstverbrechen oder schwere Verbrechen im Raum stünden. Das wurde ihm nun auch untersagt vom Landgericht, weil es meint, nein, der Verdacht, soweit er denn überhaupt bekannt ist, bezieht sich eben keineswegs auf ein schweres Verbrechen oder überhaupt auf ein Verbrechen. Denn ein Verbrechen im technischen Sinne des Wortes meint ja eine Straftat mit einer Mindeststrafe von einem Jahr. Und das, was Herrn Metzelder hier vorgeworfen wird, das hat eine Mindeststrafe von weniger als einem Jahr. Also klar, jetzt nicht jeder kennt diese technische Definition, aber trotzdem hat ja wohl jeder ein Gefühl dafür, dass ein Schwerverbrechen eben irgendwie was ganz besonders Schlimmes sein muss. Und ganz besonders schlimm, zumindest im strafrechtlichen Sinne, ist dieser Vorwurf halt gar nicht. Also, das wollten wir euch hier mal berichtet haben. Ja. Interessanterweise wird das wahrscheinlich auch nicht nur auf die Metzelder-Berichterstattung einschlagen, sondern generell auf die Verdachtsberichterstattung. Ne? Also wenn sich das durchsetzt, ist natürlich etwas, was auch noch vom BGH dann womöglich mal geklärt werden müsste, weil das ja aus Journalistensicht natürlich immer schwer beurteilen lässt, ja, inwieweit die Polizei nun in ihren Ermittlungen vorangeschritten ist, wie viel Beweise sie schon hat. Unser einer, also die Journalisten haben sich ja schon immer ein bisschen drauf ausgeruht, ja, das Ermittlungsverfahren, sobald ein Ermittlungsverfahren eingeleitet ist, man auch darüber berichten kann, weil ja dann schon die Verdachtsberichterstattung mit allen ihren Voraussetzungen möglich ist. Aber das müsste man dann womöglich neu überdenken und es wird brisanter, ne? Ja, auf jeden Fall. Also wenn dieser formale Umstand Einleitung des Ermittlungsverfahrens nicht reicht, sondern irgendwelche noch darüber hinausreichenden qualitativen Umstände hinzutreten müssen, dann wird es natürlich sehr schwierig zu sagen, welche denn und wie müssen die im Einzelfall aussehen. Reicht dann die Tatsache, dass hier noch eine Durchsuchung stattgefunden hat, aus? Aber andererseits, was hat er schon zu sagen? Die Durchsuchung als solche stärkt ja nicht den Verdacht, höchstens das, was dabei gefunden wird. Das wiederum
weiß man ja aber noch gar nicht, was eigentlich gefunden wurde. Also alles schwieriges Terrain. Ich habe dazu übrigens auch noch einen längeren Artikel, der das Ganze für und wieder nochmal aufdröselt, auf FAZ Einspruch verfasst. Den packen wir in die Shownotes und weisen an dieser Stelle darauf hin, dass ihr ihn lesen könnt mit einem Einspruch-Abo, welches ihr 4 Wochen lang kostenlos zur Probe unter faz.net/Einspruch testen erwerben könnt. Ja, und wer diesen Podcast übrigens unterstützen möchte, kann auch gleich ein kostenpflichtiges Abo abschließen und das kommt auch uns zugute. Ja, so sieht's aus. Und das mag dann auch zu diesem Punkt genügen. Dann noch ein zweiter ganz kurzer Nachtrag, weil wir ja in der letzten Sendung versprochen haben, oh, das Bundesverwaltungsgericht entscheidet heute zur Vorratsdatenspeicherung, leider, aber erst nachdem wir die Aufnahme machen. Wir erzählen es euch dann nächste Woche. Naja, nun werden wir es noch etwas weiter in die Zukunft verschieben, denn das Bundesverwaltungsgericht hat die Sache dem EuGH vorgelegt, wo im Übrigen auch noch mehrere andere Verfahren auch aus anderen EU-Ländern liegen, bei denen es ebenfalls um jeweils im Detail unterschiedliche Varianten der Vorratsdatenspeicherung geht. Und obendrein liegt die Vorratsdatenspeicherung auch noch beim Bundesverfassungsgericht. Und ja, also Vorlagebeschluss ist halt ein Vorlagebeschluss. Da gibt es jetzt nicht so viel Substanzielles zu sagen. Einstweilen wird die deutsche Vorratsdatenspeicherung nicht angewendet. Das Gesetz besteht zwar, aber es wird nicht umgesetzt in der Praxis, weil eben diese schwebende Rechtsunsicherheit besteht. Und wenn der EuGH und gegebenenfalls auch das Bundesverfassungsgericht dann dazu was Verbindliches gesagt haben, dann werden wir euch Näheres berichten. Gut, und jetzt kommen wir aber zu etwas gänzlich Neuem, nämlich dem Europäischen Gerichtshof, der sich mit den Cookie-Bannern befassen musste. Mhm. Ne? Sind wir da jetzt schon? Ja, doch, da sind wir schon. Genau, also es geht eben um die Hinweisbanner im Internet, die jetzt immer wieder auftauchen, wenn man Webseiten ansurft. Ja, da wird dann eben auf Cookies hingewiesen. Cookies, das sind die Dinger, die Textdateien, die von der Webseite losgeschickt werden, um Informationen über den Nutzer zu sammeln. Ja, das kann in den unterschiedlichsten Konstellationen auftauchen. Es sind auch doch einige, die da losgeschickt werden, die sich dann auch im Browser sozusagen festsetzen und den Nutzer so ein bisschen durch das Internet verfolgen. Auch vor dem Hintergrund aus mehreren Gründen. Ne? Also das kann eben geschehen dadurch, dass angeblich rein technischer Natur, damit Webseiten überhaupt funktionieren. Ja, hat sich mir aber ehrlich gesagt überhaupt nicht erschlossen, ob das immer noch so sein muss. Meines Erachtens funktionieren die Dinger auch tatsächlich ohne Cookies, aber es wird immer noch aufgezählt. Oder hast du da? Ja, doch, es gibt durchaus Fälle. Also Beispiel, du bist auf einer Webseite, du tust Dinge in den Warenkorb, schließt dann aber den Bestellvorgang erstmal nicht ab, sondern verlässt die Seite wieder und kommst irgendwie vielleicht 2 Tage später dahin und möchtest deinen Einkauf fortsetzen und die Dinge, die du da in den Warenkorb hattest, die sollen aber weiterhin da sein. Das ist beispielsweise ein Anwendungsfall von Cookies, der eher funktionaler Natur ist. Ja, das ist schon richtig. Nur es wird ja auch immer wieder behauptet, manchmal seien die notwendig, um Webseiten überhaupt zum Funktionieren zu bringen. Und das fände ich eine skurrile. Ja, naja, das ist ja Teil der Funktionalität, wenn du so willst. Also klar, es wäre aber auch möglich, einen Online-Shop ohne das zu betreiben. Das meine ich damit. Ja, genau. Klar, okay, dass es jetzt wirklich gar nicht ginge, ja, das weiß ich auch nicht. Aber, aber viel wichtiger eben ist auch, dass sie das Nutzerverhalten analysieren sollen, um das Werbeangebot zum Beispiel so zu gestalten, dass man es auf den Nutzer zuschneiden kann. Das ist auch so eine klassische Nutzung von Cookies. Hilft auch beim Ausfüllen von Formularen und zeigt Produkte an, die einen interessieren. So, all das soll im Wesentlichen die Nutzerfreundlichkeit der Websites erhöhen. So, und all das ist schon natürlich seit Jahrzehnten im Gebrauch. Er hat sich ganz über weite Strecken komplett, diese Cookies haben sich komplett unauffällig an die Fersen gehaftet und seit geraumer Zeit ist aber sozusagen wurde da ein Umdenken praktiziert und es ist inzwischen Pflicht, explizit darauf hinzuweisen, dass diese Cookies eingesetzt werden, ja. Und das wird meistens eben durch diese Banner gelöst, seit einiger Zeit, die man dann eben wegklicken muss, also man muss quasi seine Zustimmung
geben und dann kann man auch frei auf der Internetseite surfen, aber das ist eben neuerdings vorgeschaltet. So, und jetzt hatte sich der EuGH zum ersten Mal damit zu beschäftigen und zu fragen, inwieweit diese Hinweisbanner ausgestaltet werden müssen. Und hat vielleicht, um das mal vorwegzunehmen, ziemlich deutlich gesagt, naja, also die Zustimmung darf nicht vorausgesetzt werden, ja, also nicht automatisch sozusagen angeklickt sein. Ja, so war es nämlich in dem konkreten Fall eines Online-Gewinnspieleranbieters. Das war die Planet 49 GmbH. Ich nehme auch an, dass man die Englisch ausspricht. Ich hatte ehrlich gesagt vorher von der noch nie gehört. Aber die hatte das tatsächlich so formuliert. Also im Grunde genommen, um das vielleicht nochmal zu beschreiben, wie das damals oder wie das bei denen funktioniert. Die Anmeldung beinhaltet zwei anklickbare Formularfelder, ja, so solche Checkboxes eben. Und die erste Checkbox betraf die Zustimmung zum Erhalt von Werbung, also von per E-Mail, SMS oder so. Und das war nicht vorangekreuzt, das musste dann der Nutzer machen, aber er musste auch dazu zustimmen, um an dem Gewinnspiel überhaupt teilnehmen zu können. Der zweite Teil war eben der, um den es jetzt hier ging. Das war eine Checkbox, die Zustimmung zur Nutzung von Cookies eben beinhaltet hat. Und das war bei denen netterweise schon vorausgefüllt. Ja, da war schon ein Haken dran bei diesem Ja, ich stimme zu. Den konnte man natürlich wegmachen, ja. Aber er war eben vorausgefüllt. Und dagegen ist eben der Bundesverband der Verbraucherzentralen vorgegangen, hat hier in Frankfurt am Main geklagt vom Landgericht Frankfurt. Und dann hatte das Gericht die Sache eben dem EuGH vorgelegt und gefragt, was sagt ihr denn nun dazu? Und der hat eben ziemlich klar jetzt entschieden, also automatisch vorausgefüllt dürfen die Sachen nicht sein. Also es muss schon ziemlich aktiv von dem Nutzer angeklickt werden, ja, und außerdem müssen auch noch weitere Informationen gegeben werden, zum Beispiel dazu, ja, wer darauf Zugriff hat, was überhaupt gesammelt wird und vor allen Dingen, wie lange diese Daten benutzt werden, ja. Und das hat natürlich jetzt zu einem Aufschrei geführt innerhalb der Branche, weil man konstatieren muss, dass unfassbar viele Webseiten das bisher nicht so gemacht haben. Also offensichtlich jetzt höchstrechtlich festgestellt ist, dass das so nicht geht. Ja, dann muss also sehr schnell die Dinge geändert werden. Ist auch vielleicht nicht ganz einfach. Die Vorgaben sind jetzt auch nicht hundertprozentig klar, was da alles an Informationen gegeben werden müssen. Und das ist ja eben der Punkt bei der Datenschutzgrundverordnung, dass die inzwischen auch mit sehr hohen Bußgeldern agiert und dass da jetzt eben einfach eine Gefahr ist für die Webseitenbetreiber, da in die Abmahnfalle zu geraten, beziehungsweise auch von Ärger von den Datenschutzbehörden zu bekommen. Ja, also das ist eine etwas atypische Konstellation hier gewesen, denn hier war ja diese Zustimmung zu den Cookies, diese schon vorselektierte Zustimmung zu den Cookies im Zuge der Anmeldung zu einem Gewinnspiel. Typischerweise ist es ja eher so, dass man eine Webseite einfach besucht und da unten im unteren Bereich der Webseite dieses Banner aufklappt, ohne dass man sich jetzt für irgendwas anmelden würde oder dergleichen. Aber es gilt im Wesentlichen dasselbe. Und es war eben bisher in Deutschland so, nach dem Telemediengesetz, man muss wohl sagen, Deutschland hat eine entsprechende Richtlinie der EU nicht so vollständig umgesetzt zunächst, hat stattdessen gesagt, nee, wir hier das doch schon etwas in die Jahre gekommene deutsche Telemediengesetz, das können wir eben insoweit konform auslegen. Und das führte zu der Praxis, dass viele Webseiten dieses Cookie-Banner einblendeten, aber damit quasi davon ausging, die Sache sei damit mehr oder weniger erledigt und nur wenn du ausdrücklich widersprächest, müsse sich irgendwas ändern. Und da sagt der EuGH jetzt eben, nee, das geht nicht. Man muss quasi auf diesem Cookie-Banner auf Akzeptieren klicken und erst dann dürfen Cookies gesetzt werden oder dürfen auch schon gesetzte Cookies abgerufen werden, um dann damit eben irgendwelche Dinge zu tun. Ja, um es mal deutlich zu sagen, es geht hier um Paragraph 15 Absatz 3 des Telemediengesetzes, ne, wo eben zum Beispiel drin steht, dass Dienstanbieter für Zwecke der Werbung oder der Marktforschung
solche Dinge erstellen dürfen, sofern der auf sein Widerspruchsrecht hingewiesene Nutzer dem nicht widerspricht. Ne? Ja, ich glaube, genau. Darum ging es. Genau, und das ist ja nun aber hier, das europäische Recht spricht halt insoweit von einer Einwilligung, die der Nutzer erteilen muss. Und insofern muss ich schon sagen, dass die Entscheidung des EuGH juristisch sicherlich nachvollziehbar oder auch plausibel ist, denn zu sagen, eine Einwilligung läge bereits dann vor, wenn man nicht ausdrücklich widersprochen hat, obwohl man darauf hingewiesen wurde, ist ja schwierig zu vertreten. Der EuGH sagt eben auch, man könne ja gar nicht wissen, ob dieses bloße Weitersurfen, ohne zu widersprechen, ob dem wirklich ein Erklärungsgehalt im Sinne einer Einwilligung beizumessen ist oder ob es vielleicht einfach nur so sei, dass der Nutzer das schlechterdings nicht zur Kenntnis genommen, nicht gelesen hätte und somit mit seinem Weitersurfen auch keine Erklärungsabsicht verbinden würde, dergestalt, dass er einverstanden sei. Und das finde ich auch alles rein juristisch gesprochen erstmal überzeugend. Es ist nur natürlich, wie stets im Datenschutz, das Ergebnis, das überhaupt nicht überzeugt, denn wozu führt es? Naja, dass du halt beim Aufruf jeder Seite, wenn sie denn entsprechend rechtskonform ausgestaltet ist jedenfalls, erst dieses Ding wegklicken musst. Und da kann ich nun meinen Sermon abspielen, den ich hier ja schon verschiedentlich kundgetan habe. Das Instrument der Einwilligung wird maßlos überschätzt, dadurch, dass es permanent abgefordert wird. Niemand, wirklich niemand liest das, niemand macht sich diese Gedanken, niemand. Ja, aber nur von dir selber auf andere zu schließen, ist natürlich jetzt auch keine saubere juristische Recherche. Ja, aber wie viele Menschen kennst du, die einen Cookie-Banner lesen, dann noch auf mehrere Informationen klicken, sorgsam abwägen? Mich selbst. Also es ist ja so, dass ich, was ich ja auch wirklich ganz interessant finde, es gibt die ja wirklich auch in den unterschiedlichsten Abstufungen, ja. Und es gibt ja ganz erstaunlich viele, die das relativ banal abhalten, aber es gibt ja auch Unternehmen und Webseiten, die auch konkrete Abstufungen machen und sagen, pass mal auf, wir nutzen Daten und würden natürlich ganz gerne ganz viele haben, ne? Es gibt aber auch die Möglichkeit, nur eine Schmalspurvariante zu wählen oder so einen mittleren Punkt. Und ich finde, je nach Webseite entscheide ich mich persönlich auch mal so oder so, ja. Also finde im Grunde genommen, da hat, also meines Erachtens, das durchaus auch schon Mehrwert. Also ja. Ich weiß, dass man es auch anders sehen könnte, aber ich würde es jetzt schwierig finden zu sagen, das interessiert keine Sau. Ja, ich halte, wie immer, ich meine, in einer Welt mit 7, irgendwas Milliarden Menschen wird sich schon jemand finden, den es interessiert, aber halt eine einige kleine finden. Minderheit und vor allem der EuGH und das wiederum finde ich nun allerdings an der Entscheidung doch und auch juristisch nicht plausibel, geht nämlich sogar maximal weit und sagt, alles, auch nicht personenbezogene Daten, also auch wenn diese Cookies in einer Weise gesetzt und später abgerufen und verwertet werden, die keinen Bezug zu dir als Person ermöglicht. Und zwar weder direkt, also sie sind nicht mit dem Namen Corinna Butras verknüpft, noch indirekt, indem sie zum Beispiel mit deiner IP-Adresse verknüpft werden oder ähnliches, sondern einfach nichts dergleichen. Selbst dann ist darauf hinzuweisen. Das heißt, eine solche abgestufte Lösung, wie du sie eben angedeutet hast, würde hier auch nicht wirklich weiterhelfen. Denn für jedes Cookie, das überhaupt irgendwie gesetzt wird, mit einer Einschränkung, zu der ich gleich noch komme, muss erstmal diese Einwilligung erteilt werden. Und was ist nun die eine Einschränkung? Nein, nicht für jedes Einzelne. Ja, nicht für jedes Einzelne, aber auch sozusagen, wenn lediglich nicht personenbezogene Cookies gesetzt werden. Natürlich nicht, wenn da jetzt 10 gesetzt werden, musst du nicht 10-mal Ja sagen, sondern einmal, aber. Oder 600 Mal. Ne? Ja, genau, oder wie auch immer, genau. Das Einzige, wo es eben nicht nötig sein soll, ist, wenn die Cookies zum Funktionieren der Webseite unbedingt erforderlich sind. Darüber sprachen wir ja. Genau, das führt uns so ein bisschen zu dem Eingangsding zurück. Wann ist das denn der Fall? Und was genau meint die Formulierung unbedingt erforderlich? Also meint sie eben auch Features, die die Webseite vielleicht nur in Anführungsstrichen komfortabler machen? Meint sie, also man könnte es natürlich auch noch weitergehender interpretieren und sagen, naja, aus Sicht des Webseitenbetreibers ist auch eine Werbefinanzierung unbedingt erforderlich, denn andernfalls kann er halt seine Seite nicht profitabel betreiben. Soweit wird man wohl eher nicht gehen können. Aber was jedenfalls genau unter diesem Begriff zu verstehen ist, wird nun natürlich wichtiger
ist aber nicht abschließend geklärt, bei weitem nicht. Ja. Also da wird es sicherlich in Zukunft noch Folgeentscheidungen zu geben. Das ist wahrscheinlich auch das größte Problem an dieser Entscheidung, dass es da immer noch eine große Unsicherheit gibt. Es ist auch etwas, was jetzt, was ich gesehen hatte, was tatsächlich aus diesem Technikbereich stark kritisiert wurde, ist eben, dass damit quasi dieses Programmatic Advertising wackelt. Ja, also der Punkt, es gibt ja viele Unternehmen, die viele Webseiten, die ihren Dienst kostenlos anbieten und das Ganze über Werbung eben finanzieren und das natürlich vor allen Dingen dann attraktiv ist für Werbekunden, wenn die möglichst genau platzieren können, wer diese Werbung sieht. Also im Grunde genommen war das ja schon auch ein Finanzierungsmodell für viele Online-Betreiber. Und das wird jetzt in der Tat schwieriger werden, also auch nicht völlig unmöglich, meines Erachtens, weil sozusagen es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass da die Einwilligung einzuholen. Aber jedenfalls bringt das natürlich insbesondere solche Anbieter in arge Schwierigkeiten. Das ist natürlich schon so. Ja, die Folgefrage wäre natürlich noch, ob es dir als Webseitenbetreiber eigentlich erlaubt ist oder nicht, von dem Erteilen der Einwilligung die Nutzbarkeit der Webseite abhängig zu machen. Ja, Stichwort genau. Kopplungsverbot und dergleichen. Auch das wäre dann noch zu entscheiden, aber dazu kommen wir sicherlich zu späterer Zeit nochmal. Ist das zu den Cookies alles? Ich glaube schon, oder? Wahrscheinlich könnte man noch wahnsinnig viel mehr sagen, aber... Ja, also... Wie gesagt, ich muss es ja jetzt nicht jedes Mal, wenn... Genau, insbesondere was die technischen Ausführungen angeht. Ich weiß, wir verknappen das ja manchmal auch auf mehr oder weniger unzulässige Art und Weise, aber zu sehr ins Detail kann man insbesondere was die technische Ausführungen angeht jetzt leider auch nicht. Da bitten wir so, das eine oder andere Auge zuzudrücken. Aber dann kommen wir jetzt zum Bundesverwaltungsgericht mit der anderen Entscheidung. Und da ist dann jetzt eben auch tatsächlich eine substanzielle Entscheidung gefallen, betreffend das Thema Kennzeichnungspflicht für Polizisten. Das ist ein Fall, der in Brandenburg seinen Ausgang nimmt. Dort müssen nämlich seit 2013 Polizisten ihren Namen sichtbar an ihrer Uniform tragen oder wenn sie in sogenannten Hundertschaften unterwegs sind, also eher bei so größeren Einsätzen, dann reicht es, dass sie eine Kennnummer an der Uniform tragen, mit der sie dann aber nachträglich auch identifiziert werden können. Zumindest kann die Polizei das dann zuordnen. Der einzelne Bürger kann es natürlich nicht. Zwei Polizisten haben dagegen geklagt, mit dem Argument, das sei ein Eingriff in ihre informationelle Selbstbestimmung. Damit ginge das Risiko einher, dass sie dann vielleicht irgendwie privat belästigt würden. Sie hätten ungewöhnliche Nachnamen. Wenn man sie also googeln würde, dann könne man relativ leicht rausfinden, wer sie seien und wo sie wohnten und dergleichen. Nicht, dass das tatsächlich passiert wäre. Nicht im Übrigen, dass der Gewerkschaft der Polizei, die sich insoweit auf die Seite der Kläger gestellt hat, irgendwelche Fälle dieser Art bekannt gewesen wären. Aber man kann natürlich das trotzdem mal so als abstrakte Möglichkeit irgendwie in den Raum stellen. Und klar, vorstellbar ist es ja natürlich irgendwie auch. Aber jedenfalls, ach ja, und natürlich noch das mein absolutes Lieblingsargument, Ausdruck von Misstrauen. Ja, das sei ja ein Ausdruck von Misstrauen, dass die Polizisten das so an der Weste tragen müssten, damit sie identifiziert werden können. Namentlich natürlich dann, wenn Leute den Vorwurf erheben, die Polizisten hätten sich ihrerseits irgendwie rechtswidrig verhalten. Ja, darum geht es ja natürlich. Ganz kurze Frage, sag mal, es ist ja nun beides möglich, also durch Kennzeichnung, durch Namen, aber auch durch Nummer. Gibt es Erkenntnisse darüber, welche Bundesländer das wie gestaltet haben? Also ob sich tatsächlich die namentliche Kennzeichnungspflicht durchgesetzt hat oder ob die meisten quasi die Dienstnummer benutzen? Also ich habe jetzt in Vorbereitung nur rausfinden können, dass es in 8 Ländern eine Kennzeichnungspflicht gibt und in 8 anderen nicht. Also ziemlich gleich verteiltes Meinungsbild in dieser Frage. Wie die im Einzelnen ausgestaltet ist, das kann ich dir jetzt nicht sagen, zumal es ja eben auch noch vorstellbar ist, dass sogar innerhalb eines Bundeslandes je nach Situation wieder andere Regelungen gelten, so wie eben beispielsweise in Brandenburg, wo halt irgendwie innerhalb von Hundertschaften die Nummer reicht und sonst der Name. Aber jedenfalls hat das sozusagen, der Name ist ja jedenfalls mal offensichtlich der
schwerer wiegender Eingriff in das informationelle Selbstbestimmungsrecht. Und das Bundesverwaltungsgericht hat auch diesen und somit natürlich erst recht die Nummer für rechtmäßig erklärt, hat die Klage also abgewiesen, hat gesagt, naja, also die Kennzeichnung würde die Bürgernähe und die, also ja, es sei ein Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung, der sei aber gerechtfertigt. Kennzeichnung würde Bürgernähe und Transparenz der Polizeiarbeit sparen. Sie würde Polizeigewalt tendenziell vorbeugen, weil die Leute ja wüssten, dass sie zumindest mal identifizierbar sind. Sie würde ein Stück weit auch die Kollegen der Polizisten, wenn also ein Polizist mal übergriffig wird, dann würde diese Kennzeichnungspflicht die Kollegen ein Stück weit schützen, denn wenn das nämlich nicht so wäre und jemand also Anzeige stellt, dann würden ja die Ermittlungen erstmal potenziell gegen alle laufen, bis man dann hoffentlich den richtigen identifizieren kann oder auch nicht, ja. Wohingegen, wenn man direkt sagen kann, das war der Herr Meier oder die Nummer 57328, dann ja, ist halt, sind halt die Kollegen insoweit nicht damit behelligt. Und das alles seien also sozusagen hinreichende Gesichtspunkte. Allerdings hat es auch betont, dass es durchaus ja hier so sei und hier in Ordnung sei, weil das Ganze auf einem Gesetz basiert. Ja, also Brandenburg hat in der Tat ein, das insoweit in seinem Landespolizeigesetz geregelt. Das ist aber augenscheinlich nicht in allen Bundesländern, die die Kennzeichnungspflicht überhaupt haben, so, sondern es sind wohl teilweise auch nur Verwaltungsvorschriften. Und darüber hatte das Bundesverwaltungsgericht jetzt zwar natürlich nicht direkt zu entscheiden, aber eigentlich muss man die Entscheidung zu Brandenburg so verstehen, dass eine solche bloße Verwaltungsvorschrift eher nicht genügen würde, sondern dass das schon den parlamentarischen Prozess durchlaufen haben muss. Was daraus in der Praxis folgt, ist natürlich die ganz andere Frage. Ja, erstmal, wo kein Kläger, da kein Richter. Zweitens wäre es natürlich auch vorstellbar, dass wenn jetzt jemand in einem dieser Länder klagt, dann eben die Politik zusammenkommt und sagt, na gut, dann machen wir jetzt halt ein Gesetz. Ja. Aber das ist zumindest mal sozusagen, also das ist quasi die eine Art und Weise, wie dieses Urteil Auswirkungen haben könnte, dass nämlich Polizisten in Ländern, wo das bloß per Verwaltungsvorschrift geregelt ist, dagegen klagen. Die andere Art, wie es geregelt ist, ist natürlich auch, dass es die Länder, wo es das noch gar nicht gibt oder wo es gar eingeführt und wieder abgeschafft worden ist, wie nämlich in Nordrhein-Westfalen 2017, dass die nun also vielleicht sich ja motiviert sehen, das wieder oder erstmalig einzufügen. Denn zumindest das Argument der Gegner, dass das also ja möglicherweise rechtswidrig sei, das ist ja jetzt mal aus dem Raum. Ja, ganz offensichtlich. Ja, so sieht das das Bundesverwaltungsgericht. Und also ehrlich gesagt, für mich wäre es auch ein Kandidat fürs gerechte Urteil gewesen. Was geht es dir da ähnlich oder anders? Oder? Ja, nee, doch. Also ich finde das absolut nachvollziehbar, dass das transparent gemacht werden sollte. Ich kann auch gut mit der Dienstnummer leben. Ich weiß nicht, ob ich da unbedingt den konkreten Namen lesen muss. Aber die Dienstnummer zu wissen, ist sicherlich sinnvoll, denn es ist ja nun auch nicht von der Hand zu weisen, dass es durchaus in der Vergangenheit schon Polizeiübergriffe gab, die natürlich also absolut verheerend sind, ne? für den Rechtsstaat. Es wurden ja gerade Zwischenergebnisse aus einer Studie veröffentlicht, die da also ganz Unglaubliches nachgewiesen haben will, die allerdings auch schwere methodische Mängel hat. Deshalb will ich die jetzt gar nicht zu breit erörtern. Aber auch ohne irgendwelche Studien durchgeführt zu haben, liegt es ja wohl auf der Hand, dass es zumindest gelegentlich und wie oft genau darüber mag man dann ja streiten, natürlich zu Übergriffen kommt. Und es natürlich für den Einzelnen dann sehr schwer ist, da den Nachweis zu führen. Und das ist natürlich auch Mechanismen des sozusagen Chorgeistes und Ähnliches geben kann. Und ja, also da Nummer finde ich völlig ausreichend. Aber die sollte es schon sein. Und da kann man nur hoffen, dass dann eben entsprechend jetzt vielleicht auch noch weitere Bundesländer entsprechend nachziehen. Ja, gut, dann haben wir jetzt einen Gast in unserer Sendung. Vielleicht um volle Transparenz herzustellen, denn ich sitze ja nun in Berlin. Und was wir gleich hören werden, ist ein Gespräch, was wir zu dritt geführt haben, zusammen mit unserem Kollegen Reinhard Müller, zu einem Interview, das er geführt hat mit dem ehemaligen Verfassungsrechtler Di Fabio. Und wie gesagt, das haben wir im Vorfeld ausgeführt. Also nicht wundern, wenn das jetzt tontechnisch eine bessere Qualität ist,
als jetzt hier aus dem Berliner Büro. Das schieben wir jetzt mal dazwischen. Dann begrüßen wir jetzt im Studio unseren Kollegen Reinhard Müller. Hallo, wie schön, dass du da bist. Hallo, Corinna. Reinhard, bevor wir gleich auf dein Gespräch kommen mit Udo De Fabio, mit dem ehemaligen Bundesverfassungsrichter, würde ich gerne mal von dir hören, also ich weiß es natürlich, aber unsere Hörer wollen es auch wissen, wer bist du eigentlich, was machst du hier den ganzen Tag? Ich bin schon seit 20 Jahren in diesem Hause und beschäftige mich mit allem, was Recht ist, mehr oder weniger breit ausgelegt. Und bin verantwortlich für die Seite Zeitgeschehen, für Staat und Recht und für Einspruch. Genau, unser Online-Magazin. Ja, richtig. Das, das Herr von Leinten maßgeblich macht. Ja. Was mir auch direkt Gelegenheit gibt, mal wieder auf faz.net/Einspruch testen hinzuweisen. Bin ich froh. Ja, gut. Übrigens, Reinhard, hast du Konstantin von Linden immer noch Herrn von Leinen ein genannt. Ein kleiner Running Gag in dieser Sendung, aber das müssen wir jetzt nicht weiter ausführen. Wir verzettern ihre eigene Schreibung und Nennung. Genau. Ich hatte übrigens auch mal überlegt, ob ich mich vielleicht Budras nennen soll im Anschluss daran. So ein bisschen Französisch, sehr vorne. Gut, aber kommen wir zurück jetzt zu deinem Gespräch mit Udo De Fabio. Vielleicht, bevor wir da konkret einsteigen, erzähl doch nochmal, was er eigentlich jetzt macht. Er ist ja schon eine Weile aus dem Bundesverfassungsgericht ausgeschieden. Und er war schon als Bundesverfassungsrichter sehr umtriebig, hat Vorträge gehalten, Interviews gegeben, teilweise auch zum Missfallen der Politik, weil die sich gefragt haben, was macht er eigentlich im Senat? Aber er hat auch im Senat viel gemacht, hat maßgeblich die Entscheidung zur europäischen Integration, obwohl er nie Senatsvorsitzender mit befeuert, mitgestaltet und hat nach seinem Ausscheiden erst recht Bücher geschrieben wie die Kultur der Freiheit und auch zur Weimarer Reichsverfassung, zum 100-jährigen Jubiläum und ist sozusagen sehr präsent im öffentlichen Raum, kann man sagen. Und hat jetzt seit einiger Zeit ein Forschungskolleg gegründet für normative Gesellschaftsgrundlagen, das Drittmittel finanziert ist, wo sehr spannend Historiker, Politologen, Juristen, jung und alt oder jung und älter zusammenarbeiten. Und dort habe ich ihn besucht. Und dann am Rande dieses Besuchs oder während dieses Besuchs habt ihr eben gesprochen, auch über den Zustand der EU. Da könnte man vielleicht mal ein bisschen ausholen. Es ist ja so, dass im Grunde genommen wir ja vor 1, 2, 3 Jahren wahnsinnig intensiv gesprochen haben über den Zustand der EU, über die Reformbedürftigkeit. Und das ist jetzt tatsächlich etwas aus dem Fokus geraten, nachdem das Chaos in London ausgebrochen ist. Man kann vielleicht sagen, eine Sinnkrise hat die andere abgelöst, wurde abgelöst von einer stärkeren Sinnkrise, nämlich die Sinnkrise der EU wurde abgelöst von der noch stärkeren Sinnkrise Großbritanniens. Und da hören wir vielleicht jetzt gleich mal rein, was Udo De Fabio zu sagen hat über den Zustand der EU. Es gibt ja Leute, die der Europäischen Union keine allzu lange Zukunft mehr prophezeien. Auch in England ist zu beobachten, im Vereinigten Königreich, dass ja viele, die einen ungeregelten Brexit für keinen Weltuntergang halten, mit einem Kalkül arbeiten, dass Kontinentaleuropa nicht die Zukunft gehört. Dass Kontinentaleuropa sich bürokratisch blockieren wird, dass sie mit den Zwängen der Integration unter einer einheitlichen Währung, dass sie sich übernehmen würden und letztlich damit scheitern würden und trotz aller Größenvorteile letztlich eine konsistent geführte Nation mit klaren Deals mit anderen wieder stärker national sich redefinierenden Räumen wie China oder die USA besser ins Geschäft kommen, als dass die Europäische Union mit ihren inneren Blockaden könnte. Ich teile diese Ansicht nicht, aber wir kennen die Zukunft nicht. Ich registriere, dass es solche Einschätzungen gibt. Und wir müssen also in Europa schon sehen, welches Risikopotenzial wir durch eine im Großen und Ganzen ungemein erfolgreiche Integration inzwischen angehäuft haben. Wir brauchen schon eine Diskussion über die Reform Europas. Und dann wird es nicht ausreichen, eine bessere Sicherheitsarchitektur zu schaffen, stärker integrierte europäische Streitkräfte, stärker integrierte Rüstungsindustrie, damit Europa sich auch nach außen selbst behaupten kann,
und nicht ein Syrien-Konflikt letztlich durch Russland gelöst wird und die Europäische Union gar keine Rolle und die Amerikaner nur eine eingeschränkte Rolle spielen. Das darf kein Zukunftsmodell werden. Deshalb, wir sind in einer ganz neuen Welt unterwegs. Wir sind ja nicht mehr in der Welt des atlantischen Völkerrechts, in dieser wunderbaren Situation unter dem Patronat der USA mit dem wohlwollenden Hegemon unterwegs zu sein, sondern wir sind in einer rauer werdenden Welt. Der Schwerpunkt ist nach Asien verlagert. Wir erleben, dass aus einer multilateralen eine multipolare Welt geworden ist. Und das bedeutet, wir müssen in Europa ganz die Fragen neu stellen. Aber wenn wir die Antwort geben würden, wir müssen jetzt mit der Brechstange die Vereinigten Staaten von Europa gründen, dann wäre das vielleicht wieder eine falsche Antwort, weil die Widerstände, die wir damit produzieren würden, Europa noch einmal blockieren könnten. Deshalb glaube ich, wir müssen das balancierte Europa neu erfinden und darüber nachzudenken, das wird sich lohnen. Wobei ja Europa auch immer vorangeschritten ist, wenn große Staatsmänner wie Kohl gesagt haben, wir machen das jetzt, auch wenn es Widerstand gibt. Ich fühlte mich ein bisschen daran erinnert bei der Diskussion über die europäische Armee, die ja jetzt von vielen auf die alle Fahnen geschrieben wird, die aber natürlich sehr viel voraussetzt, dass ich nämlich unter Umständen gegen den Willen des Bundestags und Deutschlands Soldaten für Europa in einen Kampf schicke. Und da wird natürlich sehr viel schon vorausgesetzt. Europa ist vielleicht noch gar nicht so weit. Andererseits hat es immer diese Leute gebraucht, die gesagt haben, wir müssen vielleicht sogar den zweiten Schritt vor dem ersten machen, was aber wieder dann gegen den aufstrebenden Nationalismus, vielleicht Regionalismus steuert. Also es, weil in riesigen Konventen wird sich das wahrscheinlich auch nicht klären lassen. Also offen gestanden bin ich nie ein besonderer Anhänger der in den Verträgen ja festgeschriebenen Konventsmethode gewesen. Denn diese Dynamik eines Konvents hat die Tendenz, sich abzulösen von der politischen Willensbildung auch der Staats- und Regierungschefs, die als Regierungen viel näher am eigenen Resonanzraum sind. Und dann läuft man eben Gefahr, ein tolles Konventsergebnis zu haben, aber sobald es dann zum Plebiszit kommt, wird es kritisch. Also ob das wirklich eine Methode der Zukunft ist, das würde ich bezweifeln wollen. Das Problem, Sie haben Helmut Kohl angesprochen und seine Führungskraft leuchtet heute umso stärker. Wir müssen aber sehen, dass er in einer anderen Matrix agierte. Das war noch die atlantische Welt, die durch die USA letztlich beschirmt war oder durch den Kalten Krieg jedenfalls begrenzt war. Und innerhalb dieser Matrix konnte man mutig sein. Wir sind heute in einer viel offeneren Welt. Sie können viel weniger voraussehen, welche Wirkungen bestimmte Experimente haben. Auch der die Stellung von Frau Merkel in der EU am Ende, vielleicht nicht jetzt ganz am Ende, auch was ihre Autorität angeht, nicht unvergleichbar war womöglich mit der Kohls. Das, was nicht heißen soll, dass sie das selber durchsetzen könnte, aber sozusagen aus Autorität. Man schaut auf die Kanzlerin. Ja. Also wenn man vergleicht, ich meine, Frau Merkel ist ebenfalls sehr lange im Amt, fast so lange wie Helmut Kohl. Und in einem Verbundsystem, das auf politische Verhandlung der Spitzen so stark angelegt ist wie die Europäische Union, wächst schon mit der Erfahrung dann bei einem bedeutenden Mitgliedstaat wie Deutschland der Kanzlerin, dem Kanzler, eine besondere Rolle zu. Das wäre verwunderlich, wenn es anders wäre. Aber wenn man vergleicht, dann sagen viele Kommentatoren, ja, Kohl, der hatte eben historische Visionen und historische Urerfahrungen und Bundeskanzlerin Merkel ist die Vorsichtige, die also eher auch historische Urerfahrungen hat. Auch historisch, aber andere eben. Aber vorsichtiger ist, reagierender ist, insgesamt reaktiver ist und nicht prospektiv die Politik betreibt. Das kann so sein und das kann sein, dass es im unterschiedlichen Naturell verankert ist. Aber
Vielleicht haben die Bedingungen sich auch geändert. Vielleicht wäre ein Helmut Kohl, der heute im Jahr 2019 noch regieren würde, vielleicht wäre er auch anders geworden, als er das in den 80er Jahren war, als er den Euro auf den Weg gebracht hat. Und wir müssen ja auch sehen, schon das Experiment des Euros ist ja nicht in jeder Hinsicht gelungen. Ich bin niemand, der den Euro rückabwickeln will, aber wir müssen sehen, es war ein Integrationsschritt, der uns dauerhaft belastet, der dauerhaft das europäische Gefüge unter Druck setzt. Nun könnte man sagen, der Euro war in gewisser Weise eine logische Konsequenz des Binnenmarktes. Die Probleme mit der europäischen Währungsschlange, die waren auch nicht ganz ohne. Das ist gewiss richtig, aber wir haben ein Stück Elastizität eingebüßt durch den europäischen Währungsraum. Und ob die dauerhafte Nullzinspolitik, ob die Negativzinspolitik, ob sie nicht auf lange Sicht dass die europäische Kraft und die institutionelle Gesundheit nicht mehr schädigt, als wenn man mit elastischeren Systemen gearbeitet hätte, das kann man schwer jetzt beurteilen. Ja, so viel also zum Zustand der Europäischen Union aus Sicht des ehemaligen Bundesverfassungsrichters. Dann gab es allerdings auch noch einen ganz anderen Aspekt in dem Gespräch, nämlich die Frage, inwieweit so etwas wie ein gesellschaftlicher Meinungsmainstream existiert und inwieweit der die Meinungsfreiheit jener, die ihm nicht folgen mögen, möglicherweise gefährdet. Wie kam es überhaupt zu dieser Debatte? Die hat ja, glaube ich, eine etwas längere Vorgeschichte, oder? Die Fabio beschäftigt sich ja schon länger mit Freiheit und auch mit der Freiheit dessen, was man noch sagen darf. Die Meinungsfreiheit unter dem Grundgesetz ist ja sehr weit, aber die Meinungsfreiheit, die faktisch herrscht, ist vielleicht nicht ganz so weit. Und Bernhard Schlink, der Schriftsteller und Staatsrechtslehrer, hatte auf der Seite Staat und Recht einen Aufsatz geschrieben zum Thema Der Preis der Enge. Und da ging es darum, dass ein von ihm gar nicht so stark definierter Mainstream immer enger geworden sei, mit der Folge, dass aber der rechte Rand, die Ränder immer stärker geworden seien, dass also diese Verengung des Mainstreams nicht etwa erreicht habe, dass der Rand schmaler geworden sei. Und ganz konkret auch gefordert, dass auch von manchen als Extremisten bezeichnete eben eingeladen werden müssten, dass auch die AfD einen Vizepräsidentenposten im Bundestag bekommen solle, etc. Und das war ein Aufhänger, gerade mit Di Fabio, das Thema nochmal anzuschneiden. Mainstream ist ein schwieriger Begriff. Für manche ist der zunehmende Effekt des auch gezielten Mainstreamings so etwas wie ein totalitäres Instrument. Das heißt, sie vergleichen das mit einer Diktatur. Aber das führt womöglich in die Irre, weil niemand wird in Deutschland eingesperrt für eine Meinung. Na, Auschwitz-Lüge wollen wir mal außen vornehmen als Besonderheit, als auch als historische Besonderheit. Aber für eine normale politische Meinung, auch zur Migrationspolitik, wird keiner abgeholt und ins Gefängnis gesteckt, auch nicht in chinesische Umerziehungslager oder so etwas. Insofern sind die Vergleiche mit totalitären Mustern, gelinde gesagt, schwierig. Aber es gibt auch eine Selbstgefährdung der Freiheit. Ich beobachte mit einer gewissen Ambivalenz, dass wir häufig im politischen Raum von Haltung und Moral sprechen. Nun wird kein vernünftiger Mensch bestreiten, dass auch Politik ohne Moral nicht auskommt. Wir sind keine Machiavellisten. Unsere Republik ist anders verfasst als eine Stadtrepublik zu Machiavellis Zeiten. Aber man kann sich selbst gefährden, wenn man sich ständig selbst fragt, ob das, was man sagt, vielleicht den politischen Gegner nutzt, ob das vielleicht jemanden verletzen könnte. Wenn man hier übersensibel ist, dann leidet der politische Meinungsraum. Man muss auch mal einstecken können, wenn ausgeteilt wird, wenn man beschimpft wird. Man muss aber auch mal austeilen dürfen, ohne sofort mit einem Shitstorm in der neuen Welt, in der neuen digitalen Welt. Im Grunde genommen
zu einem Bösen deklariert zu werden. Das ist eine Hypermoralisierung, die da eintritt. Also das ist aber etwas, was nicht von staatlichen Akteuren, von Männern in Ledermänteln ausgeht, sondern von uns allen ausgeht. Dass wir auch sowas wie vorauseilenden Gehorsam haben, dass Intellektuelle ihre Sprache anpassen, um nicht anzuecken und sich dann wundern, wenn Nicht-Intellektuelle das nicht so gut beherrschen und dann auf den Tretminen hochgehen. Insofern beobachte ich das, was an amerikanischen Universitäten passiert, mit großem Misstrauen. Als 2016 Donald Trump in aller Munde war, habe ich sarkastisch gesagt, dass es irgendwie dialektisch gesehen eine Art Gegenbewegung auf die Suche nach Mikroaggressionen an amerikanischen Elite-Universitäten. Und dann kommt die Makroaggression Donald Trump als Gegenpol. Und das, so mechanisch ist es nicht gemeint, aber wir müssen uns fragen, ob wir damit nicht geradezu eine Fake-News-Kultur provozieren. Eine Gegenkultur oder vielleicht auch eine Gegenunkultur produzieren, die überhaupt keine Rücksichtnahme mehr hören will. Wir sind uns ja einig, jede anspruchsvolle, zivilisierte politische Kultur braucht auch Rücksichtnahme gegenüber dem anderen, den als Subjekt zu achten. Das ist klar. Aber wenn wir das auf die Spitze treiben, dann gefährden wir den öffentlichen Meinungsraum und geben Kräften Raum, die letztlich die Meinungsfreiheit vielleicht dann auch zerstören. Ja, also herzlichen Dank, lieber Reinhard, für dieses Gespräch mit Udo Di Fabio. Hoffen, dass wir dich demnächst mal wieder in unserer Sendung begrüßen können. Vielen Dank, es war eine Freude und eine Ehre. Ja, das war also das Gespräch zwischen Herrn Müller und Di Fabio. Und damit sind wir auch fast am Ende der Sendung angelangt. Allerdings noch nicht ganz, denn natürlich gibt es auch diese Woche wieder das gerechte Urteil. Ja, und das ist diese Woche ein ziemlicher Klopper. Ja, ne? Kann man so sagen. Also Thomas Fischer ist sicherlich vielen, die sich für Rechtsjournalismus interessieren, ein Begriff. Er war Richter, Strafrichter am Bundesgerichtshof, dann später auch Senatsvorsitzender, hat dann immer mal wieder in den Medien geschrieben, dann hat er einige Jahre eine Kolumne auf Zeit Online geführt, inzwischen schreibt er auf Spiegel Online diese Kolumne weiter und ja, er ist ein sehr streitbarer Typ, der in seiner Kolumne neben anderen Dingen auch immer wieder recht deutliche Kritik am Zustand des deutschen Rechtsjournalismus übt. Und ja, hier jedenfalls kam es nun mal zu einer Auseinandersetzung mit einer Journalistin, einer freien Journalistin, die in der Taz und im Deutschlandfunk Beiträge veröffentlicht hat. In diesen Beiträgen ging es ja im Allgemeinen um das Thema Verbot der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche. Das war ja vergangenes Jahr und auch noch dieses Jahr rechtspolitisch ein heißes Eisen. Und diese Autorin Gabi Meyer nämlich hat in ihren Beiträgen einen ganz spezifischen Zusammenhang zwischen der Rechtsprechung, so wie sie in diesen Fällen stattfindet, und dem von Herrn Fischer herausgegebenen Strafrechtskommentar hergestellt. Dazu muss man wissen, dieser Strafrechtskommentar ist schon ein ziemliches Standardwerk, der ist ziemlich weit verbreitet, erfreut sich großer Beliebtheit. Und wenn er allerdings auch nicht die totale Monopolstellung hat, die Frau Meyer ihm da angedichtet hat. Aber es ist schon ein weit verbreiteter Kommentar. Und sie meinte also, in diesem Kommentar, der früher mal, das muss man an der Stelle auch wissen, von Herbert Tröntle herausgegeben wurde und dann für die Dauer einer Ausgabe auch von Tröntle und Fischer zusammen. Da würde also die Haltung von Herrn Tröntle zum Thema Schwangerschaftsabbruch und auch Werbung für selbigen drin fortleben. Und Herr Tröntle wiederum sei ein fanatischer Lebensschützer gewesen, wie Frau Meyer das formuliert, dem sie im Übrigen auch eine gewisse Nähe zum Nationalsozialismus unterstellt. Und an dieser
Kommentierung von Tröndle habe Fischer dann also seinerseits nichts geändert, außer der Rechtschreibung, wie sie sagt. Und das sei schlecht für die Rechtsprechung, weil nämlich eben so diese Ansichten dieses fanatischen Lebensschützers weiterleben würden bis heute. Und nur deshalb, so muss man sie wohl verstehen, sei es überhaupt so, dass Ärzte und Ärztinnen, die auf die Möglichkeit des Schwangerschaftsabbruchs hinweisen, bereits deshalb nach 219a bestraft werden können. Klammer auf, inzwischen hat sich das ja sowieso geändert, denn inzwischen gab es ja eine Reform des 219a, Klammer zu, aber die Texte spielten insoweit eben noch vor der Reform oder bezogen sich auf den Zustand vor der Reform. Ja, und das hat Herr Fischer natürlich so nicht auf sich sitzen lassen, sondern hat dann erstmal eine durchaus auch geharnischte Replik veröffentlicht, in der er also auseinandergesetzt hat, in der ihm eigenen Weise, was das alles für haarsträubender Unsinn sei und wirklich sozusagen auf allen Ebenen großer Quatsch. Und nun kann man sich sicherlich über die Form streiten, aber in der Sache muss man sagen, hat er damit schlicht und ergreifend recht, denn erstens stimmt es einfach nicht, dass er die Positionen von Herrn Tröndle, dem vorherigen Herausgeber, so unverändert übernommen habe. Ganz im Gegenteil, das kann ja jeder, der mag, nachlesen, indem er sich irgendwie eine ältere und eine neuere Ausgabe des Kommentars beschafft. Und dann wird er feststellen, dass also diese entsprechenden Vorschriften zum Schwangerschaftsabbruch grundlegend überarbeitet wurden und ausdrücklich an vielen Stellen eine andere Auffassung vertreten wird als noch diejenige von Herrn Tröndle. Und es wird dann sehr, sehr kleinteilig in dieser Auseinandersetzung zwischen den beiden. Das muss man jetzt nicht in allen Details ausführen, was Frau Meier gesagt habe, was dann aus folgenden Gründen wieder nicht zutreffend sei und so weiter. Aber jedenfalls ist es gemündet in einer Klage vor dem Landgericht Karlsruhe, weil Frau Meier nämlich auch auf diese Replik dann nochmal wiederum einen weiteren Text veröffentlicht hat, der also auch nicht von viel Einsicht zeugte, eher im Gegenteil nochmal zurückgeschossen hat und so. Und das Landgericht. Ja, so eine Auseinandersetzung kann sich auch mal gerne hochschaukeln. Das ist bei Herrn Fischer öfter mal so. Also es ist natürlich auch eine Reizfigur. Jedenfalls geht es öfter mal, also nicht nur mit Frau Meier, sondern auch in verschiedene Richtungen mitunter hoch her. Ja, absolut. Also ich will jetzt hier auch überhaupt keine über diesen Fall hinausreichende Einsortierung irgendeiner Art vornehmen. Da könnte man sicherlich so manches zu sagen, aber das muss hier gar nicht sein. Aber was diesen ganz konkreten Fall betrifft jedenfalls, da muss man schon sagen, da hatte er in der Sache einfach recht. Und so sah es nun auch das Landgericht Karlsruhe, weitgehend zumindest. Ja, also er hat nämlich auf Unterlassung von vier Äußerungen geklagt. Drei davon habe ich gerade schon genannt, nämlich das angebliche Fortleben des Geistes von Tröndle in der Kommentierung, die Tatsache, dass er nichts verändert habe außer der Rechtschreibung. Diese beiden Dinge wurden jeweils als Tatsachenbehauptung vom Landgericht angesehen und namentlich als unwahre Tatsachenbehauptung und deshalb untersagt. Ebenfalls untersagt wurde die Äußerung, dass der Kommentar schlecht für die Rechtsprechung sei. Da könnte man erstmal denken, Moment, das ist ja wohl ein klassisches Werturteil. Werturteil, genau. Ist es natürlich irgendwie auch, aber das Landgericht sagt, dieses Werturteil ist ersichtlich auf Grundlage der vermeintlichen Tatsachen ergangen, dass eben nichts geändert worden sei und der Geist von Herrn Tröndle fortlebe. Und Werturteile, die also auf einer nachweislich falschen Tatsachengrundlage basieren, können ebenfalls untersagt werden. Allerdings in einem Punkt haben sie es dann anders bewertet als Herr Fischer. Und zwar hatte Frau Meier ihm auch grobe handwerkliche Schlamperei unterstellt, weil er nämlich ganz zu Anfang der Kommentierung des 219a, des Verbots der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche, einen Satz aus der Gesetzesbegründung zitiert hat, der sinngemäß sagte, Sinn und Zweck dieses Verbots sei es, dafür zu sorgen, dass Schwangerschaftsabbrüche in der Gesellschaft nicht als etwas Normales erscheinen. Aber er habe nicht einen Folgesatz aus der Gesetzesbegründung zitiert, aus dem sich ergebe, dass aber die bloße sachliche Information über Orte, wo Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden können, weiterhin möglich bleiben müsse, kritisiert Frau Meier und sagt deshalb,
handle es sich insoweit um grobe handwerkliche Schlamperei. Das ist zwar in der Sache wenig überzeugend, weil er nämlich zwei Randnummern später sehr wohl darauf hingewiesen hat, dass das natürlich möglich bleiben muss. Aber das Landgericht sagt jedenfalls, naja, erstens überwiegen hier wertende Elemente und zweitens so im Gesamtkontext auch ihres Artikels komme hinreichend klar zum Ausdruck, dass sie eigentlich einfach nur ja, ihre persönliche Unzufriedenheit mit dem Status quo in der Rechtsprechung und mit der Gesetzesbegründung zum Ausdruck bringen wolle mit diesen Worten. Ich weiß nicht, ob ich das so ganz überzeugend finde. Ich hätte mir eigentlich vorstellen können, dass man dem Punkt auch hätte sagen können, der Vorwurf der Schlamperei ist genauso wie der Vorwurf, es sei schlecht für die Rechtsprechung, ein Werturteil, welches aber auf einer falschen Tatsachengrundlage basiert. Aber nun, gut, das wurde jedenfalls anders gesehen und somit hat sich Herr Fischer nur, aber immerhin in 3 von 4 Punkten durchgesetzt. Also ein gemischtes, gerechtes Urteil. Ein gemischtes, gerechtes Urteil, ja. Man wird mal sehen, ob die Sache uns nicht vielleicht auch noch länger begleitet. Zumindest bei der Verhandlung hatte Frau Meyer schon angekündigt, da gegebenenfalls Rechtsmittel einzulegen, wenn nötig. Sie sieht die Pressefreiheit bedroht durch diese Klage und möchte sich da also möglicherweise weiter wehren. Mal schauen, ob es dazu kommt. Ansonsten, weil die mündliche Darstellung dieses, ja, wie gesagt, etwas kleinteiligen Streits nicht ganz einfach ist, packen wir auch mal erstens einen Text von mir über das Verfahren und dann auch die Originalbeiträge von Frau Meyer und Herr Fischer, die diesen ganzen Streit quasi vorbereitet haben, in die Shownotes. Ja, das ist ja verdienstvoll. Ich muss wirklich offen gestehen, also wer sich wundert, ich kann zu diesen Streitigkeiten immer nicht so wahnsinnig viel beitragen, weil ich es oft genug aufgebe. Also ich habe einige Streitigkeiten, die Herr Fischer geführt hat oder die mit ihm geführt wurden, eigentlich wirklich also nicht so im Detail verfolgt. Ich habe da sehr schnell aufgegeben, weil es sind natürlich auch immer sehr lange Beiträge. Deswegen möchte ich mich da immer nicht so positionieren. Ja, naja, ich glaube, das ist was für Liebhaber. Aber es gibt doch durchaus den einen oder anderen Liebhaber. Ja, das muss man sagen. Gut. Also, dann mag es das damit auch gewesen sein für diese Folge. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Ja, ich kann vielleicht nochmal sagen, was ich nachher mache hier in Berlin übrigens. Ja, genau. Das ist zwar nicht der einzige Grund, weshalb ich hier bin, aber vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen, vor allen Dingen, weil ich das ganz gerne verbinden möchte mit einem Rechercheaufruf, weil es das letzte Mal schon wieder so gut geklappt hat. Das letzte Mal zum Thema Fax habe ich ja schon nette Zuschriften bekommen, die die eigene Wahrnehmung des Faxes wiedergegeben haben. So, und jetzt fahre ich nachher zur Brennerei Schilkin nach Kaulsdorf. Ja. Und die brennen ja die Berliner Luft, ja, den Pfefferminzlikör, den vielleicht der eine dieses oder Hipstergetränk. Dieses Hipstergetränk. Das Hipstergetränk, das aber eine unglaublich lange Tradition hat. Also tatsächlich nehmen wir uns am kommenden Sonntag, also auch im Lichte der Einheit, mal den Pfeffi vor, ja? Und die Berliner Luft, dieses Gesöff, das Getränk, spielt eben in dieser Geschichte eine sehr große Rolle. Und wer immer mir mal seine Geschichten zum Thema Pfeffi mitteilen möchte, seine Einschätzung vielleicht von damals und jetzt, weil das Interessante ist, es wurde wirklich damals, also in den 50er, 60er Jahren in der DDR, es war ja so ein absolutes Kultgetränk, natürlich von ganz anderen Leuten getrunken als die, die jetzt ja dieses Getränk immer zu sich nehmen, bei allen möglichen Gelegenheiten. Also es ist wirklich eine ganz launige Sache, glaube ich. Also da begebe ich mich nachher nach Kaulsdorf. Ja, das Journalistenleben kann so hart sein manchmal. Ja, gut. Also, genau. Also, ich bringe da natürlich auch ein Fläschchen mit. Achte, vielleicht spätestens unser 100. Ja, Mann, da stellen wir uns die Berliner Luft rein. Aber da muss er aber mehr als eins mitbringen, oder? Naja. Ja. Gut, gucken wir mal. Gut. Also, dann danke ich für diese Sendung. Dir, mein lieber Konstantin, und den Hörern für ihre Aufmerksamkeit. Ja, wir würden uns freuen über Sternchen in der Apple Podcasts App oder auch einfach, wenn ihr uns Freunden, Bekannten, Verwandten oder vielleicht auch Wildfremden weiterempfehlt. Und natürlich, wenn ihr auf faz.net/Einspruch testen euch ein Abo klickt. In diesem Sinne, macht es gut und bis kommende Woche. Ciao. Tschüss.